Aufzeichnung läuft. Aufnahme läuft. Oh. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Radio Z. Schön. Ja, dann, mach mal weiter. Also, ich muss weitermachen. Ja, yeah. Wir sind Reinhard Weint, wenn er schreit. Was machen wir? Wir stellen heute die CD vor und sind sehr dankbar, dass wir da sein können. Zu Gast ist heute Lisa und Andreas. Schön, Hi. Dass ihr da seid. Ja, ja, geil, dass es geklappt hat. Und wir trinken hier Oettinger Bier. Wir hoffen auch, dass die uns sponsern fürs nächste Album. Natürlich. Oettinger? Ja, trinkt sonst keiner. Ja, also es gibt eine Menge valider Theorien, warum. Warum trinkt ihr das Zeug? Ja, weil wir hoffen, dass wir irgendwann Sponsoring bekommen. So, ihr seid ja schon auf dem besten Weg, oder? Ihr habt doch alle von der gleichen Marke Trainingsanzüge an. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Ich dagegen, und da sind wir gleich wieder, dass wir dieses Interview natürlich aufgezeichnet haben, vorab per Zoom-Meeting. Und ihr könnt das Video auch anschauen, wenn ihr das jetzt im Radio hört. Auf YouTube wird das früher oder später irgendwann mal erscheinen. Wir können auch sehen, dass ich eine Jacke von einem Konkurrenzunternehmen anhabe. Und was? Einmischen, aber ich mache es nicht. Nee, und das Interessante daran ist, an diesem Treffen hier ist, dass wir zum ersten Mal im Studio rauchen können. Alkohol trinken, Stimmt. Das geht ja normalerweise auch, aber jetzt dürfen zum ersten Mal beim Interview rauchen. Jetzt rauche ich nicht, Lisa nicht mehr oder auch nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen darf. Und herzlich willkommen bei den lokalen Leidenschaften hier auf Radio Z 95,8. Die Band hat sich schon wunderbar vorgestellt. Lisa, schönen guten Abend. Nicht gesponsert, also zumindest nicht erkennbar. Nur für den Eingeweihten, der sich mit hochklassiger Damen-Sportswear auskennt. Da siehst du mal, wo das Geld ist. Nein, aber um uns den wichtigen Themen zuzuwenden, weil ihr habt euch ja sehr, sehr undercover, understatement-mäßig als, oh, wir sind so eine Band, wir machen Reinhard Weint, wenn er schreit, vorgestellt. Aber das ist ja schon fast ein All-Stars-Projekt, oder? Für Nürnberger Verhältnisse. Woher kennt man denn hier Wien, um das mal aufzulösen? Ach, Wien All-Stars. Also, weil wir hier alle so fame sind. Nee. Ja, absolut. Also für mich schon. Für mich muss ich ganz klar sagen, für Lisa wahrscheinlich auch, also als wir es gesagt haben, haben wir schon gesagt, das ist eine All-Star-Band, ja, auf jeden schön. Fall. Ah, cool. Sehr schön. Naja, labe doch mal. Was sollen wir denn jetzt sagen? Wir können uns ja gegenseitig sozusagen hier, also das ist hier Oliver Zoglauer, ganz zur Linken. Das ist Vincent Kusche, zu meiner Rechten. Philipp Hautmann in der Mitte. Und wo kennt man euch noch? Das ist jetzt, darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Das ist jetzt sehr, sehr interessant für die Hörer und HörerInnen da draußen. So wie ihr das beschrieben habt, können die jetzt ist das ein kleines Rätsel, wo man sich ein Bildchen aufmalen kann, wer denn jetzt wo sitzt? Also es war jetzt nicht einfach nur von links nach rechts gesagt, sondern das war als kleines Rätsel. Und wer sich mit Logik ein bisschen auskennt, der kann jetzt die drei Sitzpositionen von den dreien daraus ausrechnen. Auf YouTube macht das natürlich keinen Spaß, weil da kann man das Video dann sehen. Also es gibt auch so ein kleines Bandrätsel vielleicht noch mit. Olli spielt gern sonntags. Vincent spielt gern entweder, wenn es blau wird oder wenn er blau ist und mag die Aussicht, die Skyline sehr gerne. Und ich bin orange und wir sind alle die gleichen. Boah, ne? Ganz schön viel. Also orange, da muss man auch nochmal zu sagen, ist im Moment ein bisschen eine gefährliche Farbe. Ah ja, stimmt. Nachdem der Person of Color da aus dem Weißen Haus hoffentlich rausgeschmissen wird. Na. Ach so, wegen. Ja, ach so, ja. Okay. Ja. Der macht nichts. Aber ich glaube, Lisa wollte jetzt schon nochmal konkret hören. Name-Dropping. Name-Dropping, hier. Ja. Okay, also. Wo spielen wir alles? Wir spielen. Olli spielt zum Beispiel hier im Sunday Morning Orchestra noch mit. Ich persönlich spiele mit noch bei Sky Blue Skin, Skyline Green. Früher bei The Same, wo wir auch schon bei den lokalen Leidenschaften mal waren. Und jetzt bei Reinhard Weint, wenn er schreit,
seit neuestem. Und genau. Philipp auch früher natürlich mit The Same. Genau. Da waren wir alle drei. Wir schon. Sind das Urgestein und der harte Überbleibselrest. Der harte Kern, ja. Der harte Kern. Und seit 5 Jahren friedliche Mitbewohner. Ja, richtig. Muss man auch sagen. Fast 6 Jahre. Sogar. Fast 6 Jahre, ja. Und deshalb dürft ihr auch hier in diesen Corona-Interviews gemeinsam vor dem Mikrofon sitzen. Richtig, ja. Genau. Ja, das muss man an der Stelle natürlich auch. Eine Hausgemeinschaft, obwohl keiner von euch unter 12 ist, ist das erlaubt. Geistig? Es ist schon, oder 14. Meine sind alle größer, das interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Aber es ist tatsächlich, es ist ganz interessant, dass als ich zum ersten Mal The Same gesehen habe, da kannte ich den Philipp von über seinen Vater. Das war ganz interessant. Die anderen kannte ich auch, aber damals war das noch so ein bisschen verwischt, aber als ich jetzt euer Cover gesehen habe, beziehungsweise euer Backcover, da dachte ich sofort, oh ja, das ist ja eine neue Supergroup hier. Weil in letzter Zeit sehr, 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 sehr schöne Musik von euch allen erschienen ist. Nur um The Same ist es ruhig geworden. Deshalb fangen wir mal bei Philipp an in der Mitte. Philipp, was war mit The Same? Was ist danach passiert? Und warum war es so lange so ruhig? Also jetzt wird es so ein bisschen nostalgisch. Also The Same, so in der Konstellation, gibt es jetzt nicht mehr, da wir alle irgendwie so verschiedene Pläne haben, wo es uns irgendwie anders hinzieht. Ich mache Musik in einem großen Musikkollektiv, da erscheinen Mitte des Jahres, Ende des Jahres die Platte. Das heißt Voodoo, W-U-D-U, weil wir früher beim Wurstus geprobt haben und es in diesem Kollektiv halt aus 12 Leuten. Genau, ich bin eher so ein ich glaube, mich hat es eher so in Hip-Hop verschlagen und in Beats bauen. Und für jeden ging es weiter und dann haben wir gesagt, nee, hey, The Same war eine geile Zeit. Blues und Bluesrock schlägt immer noch das Herz für. Aber irgendwie verschiedene Wege. Vielleicht trifft sich einfach mal irgendwann wieder. Wir machen so ein Revival mit 40 dann oder so. Und machen dann auch die Nürnberger und Fürther Crossroads auf und verkaufen die auf DVD. Ja, genau. Ich glaube, so viel kann man dazu sagen, so zu The Same und wo es hingegangen ist. Aber was hat euch denn gefehlt? Ich meine, in diesem bunten Konglomerat, das ihr habt an Möglichkeiten zusammenzuleben, Dinge zu machen, euch miteinander auszuleben, warum jetzt dieses neue Bandprojekt? Was ist das, was da euch wieder... Ach so, jetzt geht's um Reinhard. Jetzt geht's um Reinhard. Ja, das sagt der Olli, glaube ich. Der Olli ist nämlich von erster Stunde Bassist und... Darf da mal was dazu sagen? Wie so oft ist das eine relativ spontane Sache gewesen. Wir wurden von einem Freund von uns, die Andi Valandi und Band, die Jungs, die kommen aus Dresden, die machen Krautblues. Ja, Krautblues, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und die haben hier in Fürth im Kunstkeller gespielt und haben Philipp angefragt, ganz spontan, ob er da vielleicht Vorgruppe spielen könnte. Und dann haben wir das gemacht. Ja, dann habe ich erstmal Lieder schreiben müssen, damit wir den Gig spielen können überhaupt. Und dann haben wir irgendwie echt so in 2 Wochen so ein kleines Set zusammengebastelt. Und dann haben wir immer mal wieder gespielt. Dann auch der Jan Bratenstein, der hat uns dann... gebucht irgendwann. Er hat uns meins Loft eingeladen. Genau, und dann hat sich das so ausgefeilt und ich liebe manchmal so Liedermacher, also ab und zu zwischen dem ganzen, zwischen Assi-Rap und Jazz liebe ich dann doch irgendwie, wenn Hannes Wader vielleicht einfach mal die Stimme hebt und da war es dann so, okay, ich habe Bock auf Deutsch mal Lieder zu schreiben. Und dann war es so, dass der Vincent auch Feuer und Flamme war und wollt unbedingt mitspielen, hat sogar Geld gezahlt. Das ist die offizielle Version. Eigentlich wurde ich gezwungen. Mir wurde mit Schlafentzug gedroht. Der Vincent war der nächstbeste Drummer, den wir natürlich zur Verfügung hatten. Also in der weiteren Umgebung. Stimmt. 2 Zimmer weiter. Genau. Der Beste in der Wohnung auf jeden Fall. Das ist heute ein absoluter Vorteil, oder? Wenn man sagen kann, hey, wir sind sowieso immer zusammen, wir dürfen eigentlich machen, was wir wollen. Ja, auf jeden Fall. Ja,
dann, wir hätten jetzt eigentlich in der Koffer gespielt und dann hat es nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nehmen ein Album auf. Und wir haben zwei sehr gute Freunde und da geht nochmal ganz, ganz dicke Props raus, und zwar den Andreas Schneider und den Jan Kuschmieder. Die haben das Ganze aufgenommen, als man noch mehr Haushalte sein durfte. Und das war echt der Wahnsinn. Die haben sich dahinter geklemmt und dann haben wir das Album aufgenommen in einem, zwei Tagen. Zwei Tage, ja. Ja, halt auch live eingespielt alles und dann war es vorbei und dann haben wir uns gedacht, geil, jetzt haben wir ein Album. Jetzt wollen wir ins Radio. Und jetzt sind wir da. Da gibt es nichts, keinen kürzeren Weg als zu den lokalen Leidenschaften. Das kann man eigentlich auch allen anderen da draußen nur sagen. Wenn ihr ins Radio möchtet, dann kommt zu uns. Ja. Wir haben Dienstagabends ab einem gewissen Zeitpunkt immer Zeit, Interviews zu machen und das dazwischen zu schieben. Ja, das lässt sich ja sowieso sagen. Ne? Wer noch nicht bei Andreas und Lisa war, der hat es nicht geschafft. Und auch wer es nie schaffen wird, der war auch schon bei uns. Ja, auch das. Da war auch eine Menge. Aber zurück zur Musik, ist immer mein Job, ne? Hier wieder Geld. Wir hatten mal ein Thema ab, Leute. Wenn ihr innerhalb von ein bis zwei Tagen dieses Album aufgenommen habt, heißt das aber, es war vorher eigentlich perfekt fertig, oder? Also es gibt ein Lied, das wurde zwei Tage vor der Aufnahme geschrieben. Also, und wir haben uns eine Woche vorher nochmal intensiv hingehockt und haben geprobt. Ja. Genau. Also es wurde schon speziell für das Album dann extra nochmal geprobt und auch arrangiert und geschrieben, weil so viele Live-Gigs gab es nicht, auch vor allem mit mir nicht. Mhm. Und dann war das schon eher, wir haben uns eigentlich auf die Gigs vorbereitet, die hätten kommen sollen. Wir hätten drei gehabt jetzt dann vor dem zweiten Lockdown, beziehungsweise während des zweiten Lockdowns. Und das hat dann eben nicht geklappt und anstatt für die Gigs zu proben, haben wir dann eben fürs Album geprobt. Ich meine, das ist für die Leute da draußen natürlich auch ganz angenehm, dass sie jetzt nicht sagen, oh, wir haben das schon alles verpasst, was da passiert ist, sondern wir können die Live-Gigs alle noch mitnehmen. Ich nehme mal an, dass ihr die noch verschieben habt können, dass sie dann demnächst auf jeden Fall noch kommen werden und dass man die Möglichkeit hat, rein. Na, hoffentlich. Für alle die Booker oder Bookerinnen vor allem, die jetzt gerade zuhören oder sich das anschauen, wir spielen für Freibier. Das erstmal, also 2021. Und dann können wir mal weiter gucken. Ist auch ganz attraktiv, oder? Ja, wer jetzt zuschlägt, auf jeden Fall, ne? Würde ich sagen. Wie war das denn überhaupt, dass ihr, als ihr gesagt habt, okay, jetzt sind wir fertig? Oder war so, okay, so viel hätten wir für einen Gig gebraucht, das packen wir jetzt einfach so auf dem Album. Oder ist da so ein bisschen Konzept dahinter oder wäre auch in dem Gig ein Konzept drin gewesen? Wie ist es? Ja, von Konzept kann man da nicht sprechen. Also es waren die Lieder, die wir im Repertoire hatten. Und wie gesagt, das eine, das kam noch neu mit dazu. Und es gibt noch ein, zwei, die jetzt eben nicht mit auf dem Album sind, die es auch trotzdem gibt. Genau. Letztendlich ist es ja schon, wir sitzen jetzt hier zwar zu dritt, auch gleichberechtigt, aber es ist schon alles Philipps Kopf entsprungen. Es sind Philipps Songs, die er geschrieben hat, seine Texte und seine Ideen. Und Olli und ich haben dann eben unser musikalisches Beiwerk dazu gegeben und unsere Ideen mit eingeworfen. Daraus ist es dann entstanden. Letztendlich ist es aber schon so, dass der Philipp das schon vorher fertig hatte und wir das dann zusammen erst jetzt dann in letzter Zeit nochmal fertiggestellt haben, aber die Ideen waren vorher schon bei dir da, oder? Ja, schon. Ja, würde ich schon auch sagen. Also, und das Album hat tatsächlich ein Konzept bekommen, was ziemlich geil ist. Also, wenn man reingeht und sich das erste Lied anhört, Hässlich heißt das, dann geht man in eine Kneipe. Also, da fliegen dann auch Flaschen rum und dann wird ja auch gesungen, irgendwann wird es hässlich. Und da fängt so dieser ganze Abend an. Und das ist so ein Album, das einen komplett durch den Abend begleitet. Mit allen Facetten, die so ein Abend auch gibt. Mit vor allem Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Und am Schluss geht die Clubtür zu und dann kommt Vögel. Das ist so ein bisschen so ein Hangover. Ich gehe nach Hause und die letzten Gedanken gehen dann doch irgendwie zu was, was einem selber irgendwie, keine Ahnung, was einen die Seele schon mal gebrochen hat oder was einen irgendwie so innerlich beschäftigt, so ganz intim. Und das ist so das Konzept von einem Album geworden, so ein Kneipenbesuch mit einem ordentlichen Rausch, einem
ordentlichen Downer beim Nachhauseweg. Also da hört man dann auch die Schritte und ja, genau. Aber dazwischen trotzdem eine Menge Spaß. Und dazwischen eine Menge Spaß, genau. Darf ich nicht vergessen. Wie lange gibt es Reinhard schon in deinem Kopf? Reinhard, oh, in meinem Kopf. Also Reinhard gibt es ja, wir singen quasi für Reinhard. Das ist ja auch so ein bisschen das Bandkonzept. Reinhard ist so ein Typ, der eine Eckkneipe sitzt. Den sieht man überall am grünen Baum, zum Beispiel am Hauptbahnhof oder so. Der sitzt da und schaut sich das Männleinlaufen an und beobachtet so die Leute, entweder manchmal irgendwie, wenn sie eine Fresse ziehen oder wenn sie lachen und voll glücklich sind oder mit der Familie rumlaufen. Und das sind alles so Sachen, die beschäftigen den Reinhard. Und wir singen quasi die Lieder, die er so ein bisschen, also wie er die Welt sieht. Also mehr oder weniger, wie wir auch die Welt sehen. Aber entstanden ist das schon eigentlich bei diesem Vorgruppen-Gig mit Andy Vallandi, oder? Genau, Andy Vallandi, ja. Das stimmt. Das war schon das der ausschlaggebende Punkt eigentlich für die Namenssuche. Ja, und weil so, also wenn man so denkt, so heute heißen so irgendwie alle, keine Ahnung, Annemai Kantereit oder so, der wunderbare Musik macht. Gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, da bin ich Fan. Nee, auf keinen Fall. Der macht also echt geile Songs. Und haben uns gedacht, okay, dann können wir uns auch Reinhard Weint-Wennerschreit nennen. Und je komplizierter der Name ist, desto mehr bleibt er vielleicht irgendwie im Kopf. Oder desto schwieriger ist er zu finden. Oder leichter. Je nachdem, dann gibt es ja nichts anderes, was du googeln kannst. Ja, aber du musst ja den Namen erstmal merken. Ich musste den ja 6-mal aus der Mail wieder rausholen, bis dass ich mir das mal halbwegs gemerkt hätte, wie er heißt. Auf der anderen Seite hast du mich gerade damit sehr deutlich desillusioniert, weil ich ein bisschen musiktheoretischer da reingegangen wäre in euren Namen und in das Konzept von der Band. Denn Reinhard ist natürlich, weil ihr gesagt habt, also wir wollen wieder zurück auch so ein bisschen in die Liedermacher-Tradition. Die Liedermacher-Tradition basiert natürlich, und ich greife da natürlich mal zurück hier auf Reinhard May. Auf das berühmte Boxset, das es gibt, für wen wir singen. 4 Boxsets mit ganz, ganz tollen Liner-Notes, hatten wir, glaube ich, bei Bear Family Records hier in der Gegend erschienen. Sehr, sehr schön. Schöne Anthologie der Liedermacher. Und da hätte ich euch jetzt tatsächlich gefragt, in welcher Tradition von den Liedermachern ihr euch da seht. Also Reinhard May hätte ich zuerst gedacht. Weint ist das zweite. Und dann, wenn er schreit, das ist auch ja ganz interessant, weil es nicht wenn er schreit heißt, sondern wenn er schreit. Ja. Praktisch Nachname. An May Kantereit als Ansatz. Aber klar, gut, reimt sich, Schüttelreim, aber ist okay. Aber die Frage möchte ich dann trotzdem stellen, wenn sich das so ein bisschen in Luft auflöst. In welcher Tradition der Liedermacher seht ihr euch? Wer ist da bei euch so ein bisschen im Hinterkopf, wenn er sagt, also das ist die Musik, die wir hier machen? So Einflüsse? Ja. Also was ich voll gern höre, ist die höchste Eisenbahn, aber das ist eher so Deutsch-Pop fast schon. Auch Conny, das ist der linke Liedermacher, der sehr schöne Texte schreibt. Und klar, Hannes Wader vor allem, glaube ich, der hat viel mit, also schöne Dichtungen einmal mit drin und halt auch so einen gewissen Spaß irgendwie an der Seite. Außer, dass man die Plattdeutschplatten überhaupt nicht versteht. Also ich nicht. Intellektuell oder von dem, wie er seine Geschichte... Ich glaube, beides. also gibt es schon einfach ein paar, die mich da so ein bisschen mitnehmen und halt auch gerade, was so auf dem Markt ist. Klar, Faber ist voll schön, den höre ich sehr gerne. Und ich glaube, das beeinflusst mich da eher. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ausschaut. Also direkt... beeinflusst fühle ich mich eigentlich von keinem der Liedermacher, die genannt wurden, weil ich mich da offen drauf eingestellt habe, was eben jetzt mit uns drei auf uns zukommt und mich eher am Philipp versucht habe zu orientieren und umzusetzen, was vielleicht da in seinem Kopf ist, wie ich das dann irgendwie umsetzen kann musikalisch. Aber was man schon sagen kann, ist, dass zum Beispiel Olli und ich schon gerne auch mal zu später Stunde einen Reinhard May auflegen und
das Gute Nacht Freunde zum ins Bett gehen erklingen lassen und schon klar da irgendwie auch eine gewisse Liebe dafür haben, ja. Lisa, die eigentliche Frage, die jetzt kommen müsste von dir, wäre natürlich über die Texte, ne? Wie tiefgehend sind die Texte? Von wem? Von Reinhard Weid, wenn er schreit. Reinhard Weid, wenn er schreit, sind hier bei Radio Z95,8 die lokalen Leitungen. Wie viel von meinem Leben da drin steckt? Naja, also das ist ja auch so eine Sache der Liedermacher, die ich habe jetzt zufällig, weil Karl Dallier gestorben ist, mal wieder so ein bisschen in diese mittlere Phase, diese politische Phase. Du hattest auch gerade einen relativ linken Liedermacher da genannt. Wie du schon sagtest, also das sind keine Songs, die man sich einfach so anhört und hahaha lustig, sondern da musst du jede Textzeile einzeln interpretieren. Ja. Und dann im Gegensatz dazu gibt es halt pseudo-intellektuelles Geschwurbel, was man relativ häufig hört in der deutschsprachigen Popmusik. Und dann gibt es die Sachen, die tatsächlich... Ich will jetzt, und das ist gar nicht abwertend gemeint, Richtung Unterhaltung gehen, dass man tatsächlich was mitnimmt, aber das relativ leicht konsumieren kann. Ich würde die Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Und zwar gehe ich davon aus, dass ihr es euch ja mal angehört habt. Und ja. Ich weiß natürlich nicht, was beim Philipp im Kopf passiert ist, als er die Texte geschrieben hat. Aber was hast du dir denn gedacht, als du es gehört hast? Also für das bisschen, wofür ich Zeit hatte, reinzuhören. Das ist eine gute Frage, wo ich das verorten würde. Also ich fand es im Vergleich zu dem, was ich in der Mitte genannt habe, diesem pseudo-intellektuellen Schwurbelpop, fand ich das wesentlich interessanter und wesentlich ehrlicher und direkter. Das ist schön. Das hat mich sehr gefreut, weil das nämlich immer, also klar, auf der einen Seite denkt man Liedermacher und wenn man das in der Pressemitteilung, in dem, was du geschrieben habt, so liest, dann erwartet man vielleicht das ein bisschen mehr politischer, als es da ist. Es kommt tatsächlich auf die leichte Art rüber. Ich fand, das ist an einem sehr angenehmen Ort, eure Musik. So dass ich die sicherlich lieber hören würde als Annenmay Kantereit. Schön, das ist ein sehr großes Kompliment, vielen Dank. Also ich würde kurz was dazu sagen zu den Texten. Und zwar, also ich habe mich schon mal irgendwie so, da habe ich mich pseudo-intellektuell in der Dichtung probiert halt irgendwie und hieß da Johann Hasengott und habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt Poet. Und dann war es aber ganz schnell irgendwie vorbei und ich habe mir gedacht, nee, das, was mich interessiert, ist nicht dieses Schöne, sondern das ist der Dreck, der auf der Straße liegt, und so ist die Welt auch. Die Welt ist super schön, wenn es schneit und alle freuen sich, und wenn sie rausgehen aus der Tür und alles ist matschig, dann pisst sie der Schnee richtig an. Und ich glaube, bei den Texten habe ich keinen Bock, mir selber in die Tasche zu lügen, und genauso sollten die auch geschrieben sein oder sollten die auch so Empfängnis finden, aber die darf jeder interpretieren, wie er will. Also so, keine Ahnung, der Refrain, komm, geh nach Hause, Josephine, zum Beispiel, manchmal, da packt es dich nicht, da willst du nicht feiern gehen, da willst du dich verstecken unter 10 Decken und du willst heulen, und so ist das Leben halt manchmal, und dann kann man das auch machen. Und für die Leute, die außen rumstehen, die denken sich, ja, komm, geh doch, mach doch dein Ding, keine Ahnung, du Memme, du Weichei, bleib doch daheim, und die gehen schön feiern. Aber dass es wichtig ist, sich da mal zurückzunehmen zum Beispiel, das steckt in Josephine drin. Und das hat auch, oder vielleicht jemand, der sich nicht traut und der eigentlich mehr Potenzial hat. So, du würdest gerne tanzen und die Beine sind so lang. So, eigentlich weiß ich, was ich kann, aber irgendwie komme ich nicht raus aus mir selber. Wäre so ein Beispiel, oder der... Du bist halt auch ein Lulatsch, ne? Ja, das stimmt, ich bin auch ein Lappen. Biografisch, Josephine. Ja, Josephine. Ja, und der tolerante Mensch, das sind wir alle irgendwie, weil wir ja ach so tolerant sind und politisch korrekt sind und auf der anderen Seite halt oft genug drauf scheißen und uns denken, ach, die anderen sind auch nicht besser. Und das finde ich mal ganz lustig, dazu zu hören oder zuzuschauen auf irgendwelchen Feiern. Und so entsteht sowas.
Ja, ich glaube, das so zu den Texten. Wie viel Selbstreflexion ist da drin, bevor die Platte rausgeht? Also andersrum, mir ging es beim Hören so, dass ich gesagt habe, geil, ne, können wir das gerne bitte nachts um 3 in der Kneipe hören, und zwar den ganzen Abend, das werden super, super gute Konzerte, spannende Band, und eigentlich würde ich gerne sofort das zweite Album hören. Weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel passieren wird, wenn ihr euch mal freispielt und dieses Ding anfängt, noch ernster zu nehmen und euch darauf einzulassen. Ist das habe ich da zu viel Erwartung? Also glaubt ihr, es passiert noch was mit Reinhard Weint, wenn er schreit? Ich glaube, es kommt ganz drauf an. Ja, es kommt erstens drauf an, wer das Booking macht. Ja, klar, es ist immer eine organisatorische Sache, klar. Und es kommt drauf an, wie es jetzt einfach in nächster Zeit laufen wird. Wird es Leuten gefallen? Werden da Anfragen kommen? Werden wir Gigs spielen und gute Resonanz kriegen? Und dann, wenn das so wäre, hätten wir schon alle Lust, das natürlich weiter zu verfolgen, und dass wir miteinander sowieso rumalbern und irgendwie neue Ideen finden, daran zweifle ich auf keinen Fall, das wird passieren. Selbstreflexion jetzt, bevor das Album entstanden ist, also wie gesagt, das ist natürlich in einer sehr kurzen Zeit entstanden, mit sehr viel Probenaufwand in kurzer Zeit, aber auf langfristige, es gab noch keine Langzeitstudien, das ist ähnlich wie mit dem Impfstoff. Die Nebenwirkungen sind jetzt? Bitte? Also unsere Rettung aus dem Lockdown? Vielleicht. Also ich glaube, wenn alle mitziehen, wenn alle Bock haben, also ich glaube, die Motivation ist auf jeden Fall da, weiterzumachen und sich nochmal reinzufuchsen und zu sagen, okay, wir gehen nochmal in Soundfindung rein einfach und sagen, wie wollen wir klingen, aber wir finden es alle so ein bisschen geil, dass es so dreckig und rough klingt, und so soll es auch klingen. Ich glaube auch nicht, dass es am musikalischen Potenzial scheitert, sondern tatsächlich, wie die Resonanz einfach sein wird. Und das kann man erst rausfinden, wenn man mal einen Gig gespielt hat. Ich habe das schon oft genug jetzt erlebt, wenn ich Gigs gespielt habe, dass danach Leute herkommen und einen Nachfolge-Gig irgendwie ausmachen wollen. Und wenn das nicht passiert, dann weiß man das halt auch nicht. Deswegen kann man da jetzt von vornherein nicht so viel irgendwie sagen. Da muss man jetzt mal die Füße stillhalten einfach. Aber ist das der Plan, Füße stillhalten, bis die Pandemie vorbei ist? Nee, also... Na, hoffentlich ist sie ja nicht mehr so lang jetzt, ne? Also, was heißt Füße stillhalten? Jetzt kommt erstmal das Album raus. Auf Spotify nächste Woche. Und... Und dann, wir haben schon jetzt mal wieder ausgemacht, dass wir mal wieder proben werden, um die Songs auf jeden Fall auf Petto zu haben, falls dann doch irgendwie mal wieder geht, dass man Gig spielt. Und wir haben da schon Lust drauf. Aber jetzt gerade geht ja nichts anderes als Füße stillhalten. Wenn man nach 21 Uhr nicht mal raus darf, kann man auch kein Gig spielen, ne? Und ihr seid jetzt auch nicht das Social-Media-Team, das sagt, jawohl, wir verlagern jetzt alles online. Es gibt jede Woche ein neues Video und... Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, also wir haben auch keinen Instagram-Account, wir haben keinen Facebook-Account, uns gibt es auf Bandcamp und auf Soundcloud, und da ist meine E-Mail-Adresse, und da können wir gerne privat schreiben und mir lustige Smileys schicken oder GIFs, ich freue mich, Katzenbilder. Aber dieses ganze Image-Ding, was da dazugehört, das ist wahnsinnig viel Arbeit, und ich ziehe ja auch meinen Hut vor jedem, der das macht, das ist sau, sau viel Arbeit. Deswegen ist jetzt kein Oettinger mehr. Gibt es noch Oettinger? Ja, es gibt noch Oettinger. Jetzt kannst du nochmal anstoßen, ne, auf den Release. Der ist dann, ja, heute stimmt. Ist der 12., 13., 14., 15. Also wir haben Dienstag aufgezeichnet. Am 15., am 22. kommt das dann auf Spotify? Ja, hoffentlich ist es da. Wir haben das über Record Chat gemacht. Da gibt es dann auch im Apple Store und überall einfach. Kann man sich das, wer zufällig auf den Namen stößt oder sagt, okay, die Musik gefällt uns, wir haben es bei Radio Z gesehen und auf einmal sprengen wir die Millionenmarke. Mhm. Also keine Ahnung, da ist es auf jeden Fall vorhanden. Und da freuen wir uns. Und Dankeschön nochmal, weil das ist auch eine super Werbung und eine super Möglichkeit, mal dazu was zu sagen. Wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, denn das Album ist sehr, sehr schön geworden. 8 Songs sind darauf. Reinhard schreit. Reinhard Weint, wenn er schreit, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Wenn man das nicht gewohnt ist, an Mai Kantereit zu sagen, so wie ich,
oder nur im negativen Kontext, dann wird es schwierig, das zu sagen. Reinhard schreit. Dein Fehler? Reinhard weint, wenn er schreit. Ab dem, was habe ich jetzt gesagt, 22. Januar überall zu haben. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, auf diese Neubewertung von Releases. Also du hast schon gesagt, dass euch dieses Social Media alles nicht so wichtig ist. Das ist ja schon mal ein Punkt, wo man eigentlich mehr auf Gigs setzen müsste. Jetzt kommt dieses Album trotzdem raus. War das so geplant, dass es am 22. noch in der mitten in der zweiten Welle rauskommt? Oder hattet ihr da gedacht, es wäre schon vorbei? Oder habt ihr gesagt, hey, wir haben überhaupt keine Lust mehr auf noch länger zu warten? Was war der Antrieb zu sagen, ja, das kann jetzt kommen, auch wenn wir es nur sehr bedingt promoten können? Also ich glaube, es lag vor allem daran, dass wir uns gefreut haben, dass es jetzt endlich fertig gemastert ist. Und wer hat's gemastert? Die Herren, die der Philipp vorhin schon gemeint hat, der Andreas und der Jan, die haben das aufgenommen und auch gemastert. Dankeschön nochmal. Die besten zwei, das ist der Wahnsinn. Das klingt so geil. Falls sich jemand sucht im Internet, können wir nochmal die vollen Namen. Jan Koschmider und Andreas Schneider von genau. Voodoo Records. Voodoo Records, yes. Mit W-U-D-U. Ja. Denn auch da sollte man mal Werbung machen. Und andererseits da nochmal einzuhaken, ich glaube auch nicht, dass wir, also ich zumindest habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt auf den Februar zugehend nochmal so düster wird und nochmal so strenge Regulierungen kommen, und hatte schon persönlich für mich jetzt erstmal schon gehofft, dass es eher jetzt wieder aufklart und ein bisschen besser wird nach Weihnachten. Und dass es jetzt nochmal so duster wird, glaube ich, damit hatten wir jetzt auch nicht gerechnet einfach. Das hat uns, glaube ich, auch alle ein bisschen härter erwischt, als man vorher gedacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich hatte schon gehofft, dass es nicht ganz so schlimm wird eigentlich, ne? Und dass doch mal wieder irgendwie dann also hoffentlich ist es jetzt auch so, dass es Richtung Februar, März, April jetzt dann mal besser wird, weil es trifft uns ja alle auch in anderen privaten Dingen und nicht nur, was jetzt die Band betrifft. So langsam wird es lang. Ja. Und es geht auch darum, klar Musik zu teilen, also, und kein Social Media, einmal weil es viel Arbeit ist, und weil es um Output auch ganz viel geht. Also es geht nicht darum, irgendwas zu machen und es einfach rauszuschmeißen, in der Hoffnung, dass es irgendwie einfach wegen dem Gefühl, dass es draußen ist, sondern es geht darum, einfach was in die Welt zu schicken, was einem irgendwie gerade wichtig ist. Und uns war das wichtig, dass das eigentlich noch 2020 fertig wird und dass wir sagen, wir haben eine Botschaft für 2020. Wie die ausschaut, kann jeder interpretieren, wie er will. genau, und ja, also Output ist sau wichtig. Ich bin immer wieder begeistert, wenn irgendwie gerade Lokale oder Bands aus der Region einfach immer wieder geile Musik rausbringen und da kontinuierlich auch dranbleiben und da irgendwie Bock drauf haben. Und da ich höre sau gern alles, was in der Region passiert. Deswegen gibt es auch zum Beispiel Schleichwerbung, die B-Side-Sessions. Absolut, die ja weitermachen, auch im Lockdown. Ja. Anders als unsere Car-Sessions. Unsere Car-Sessions, die finden ja im Studio statt und da dürfen wir halt wirklich im Moment überhaupt nicht rein. Wir können also auch nichts aufzeichnen, weil einfach das Studio zu klein ist. Machen die B-Side-Sessions weiter. Sehr, 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 sehr schöne Aufnahmen, die ihr da macht. Kann man nur empfehlen. Kannst du auch dafür mal ein bisschen Werbung machen? Ja, schaut euch die alle an, schaut euch alle Videos an. Nee, es sind echt wunderbare KünstlerInnen, die da einfach jedes Mal kommen und dabei sind und am Start sind. Das nächste Video, was rauskommt, bin ich auch dabei. Stimmt, Skull and Green kommt als nächstes raus. Das kommt diesen Sonntag. Und am Freitag gibt es den Trailer. Genau. Und das Team ist der Wahnsinn auch von den Sessions und wir versuchen weiterzumachen im Januar in Pfälze, weil der härtere Lockdown kommt und weil alle Berufstätigkeit als Musiker nachweisen müssen, damit wir die reinlassen können. Wir sind umgezogen, wir sind eine Mischung aus dem Kinder- und Jugendhaus Gost und der Musikzentrale, also der MUZ Nürnberg. Weil, also ich arbeite auch im Gost und genau, das hat sich angeboten und dann sind wir umgezogen. Und die Location ist super geil und das MUZ-Team besteht einfach nur aus korrekten Leuten, worüber wir auch sehr dankbar sind.
Ja, danke. Props an die Musikzentrale. John Steam Jr. hat euch übrigens sehr gelobt, beziehungsweise die B-Side Sessions, um mal die netten Klatsch hintenrum weiterzutratschen. Der war völlig dick. Ja. Von Musikerseite jemand, der sagt, hey, ich habe mich wohlgefühlt, die kümmern sich, tolles Team, tolle Videos. Kann man definitiv hingehen, um diese Komplimente mal weiterzugeben. Dankeschön. Und zurück, um auf das Social-Media-Thema zu gehen. Ich finde, der macht das zum Beispiel wahnsinnig gut. Gut einfach. Mit Instagram-Werbung, mit YouTube-Werbung und also wirklich alles. Man erreicht ihn einfach gut und er ist präsent. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen Bock, gerade im Untergrund so ein, vielleicht manche Ohren einfach eine schöne Abwechslung zu sein oder eine kleine Entdeckung. Gerade da einfach. Ja, und ich glaube, die Band ist auch nicht der Fokus der Band ist nicht jetzt zu warten auf den richtigen Moment, dann mega viel zu promoten, voll einen auf Influencer zu machen und irgendwie total geil hier auf Instagram die nicesten Pics rauszuposten. Sondern wir machen Mucke, weil es uns Spaß macht und es ist dreckig und es ist einfach auch rough und das ist die Band und ich glaube, das geht auch nur live über, wir machen halt was und wenn wir was gemacht haben, dann haben wir es gemacht und das ist nicht die Band für diesen tollen Instagram-Account oder für diese tollen, wir machen jede Woche 3 Videos, die irgendwie was darstellen sollen, was eigentlich gestellt ist, nur um Werbung zu machen, nur um Klicks zu generieren. Das ist nicht das, was die Band machen soll. Mhm. Das wäre auch nicht der Sinn der Texte, das so dreckig zu schreiben und dann hintenrum irgendwie Geld zu verlangen. Wir haben auch keinen Bock auf Crowdfunding oder den ganzen Scheiß. Wir wollen einfach nur, dass die Leute Musik hören und daheim sitzen und vielleicht mal gute 5 Minuten haben halt. Das ist, glaube ich, für den Zuhörer, für die Zuhörerin auch nie zu viel verlangt und daher wollen wir hin und wenn es jemand hört, dann ist geil, wenn nicht, dann ja, Pech gehabt, vielleicht geht euch was. Ich meine, das kann natürlich jetzt mir persönlich nur so gehen, aber ich weiß nicht, Lisa, vielleicht kannst du da auch sagen, also diese Einzel-Single-Releases, die wir gesehen haben im vergangenen Jahr, die ja tatsächlich Überhand genommen haben, meiner Meinung nach ein bisschen Überhand genommen haben, wo immer wieder hier eine Single, da eine Single, dort eine Single. Ich kann es verstehen, was das bei den Deutschrap-Leuten, die praktisch ihr Leben darüber finanzieren, dass er jeden Tag mindestens eine neue Single rauskommen muss, damit sich das Rad immer weiter dreht. Mir wurde es dadurch ein bisschen unübersichtlich. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr gesagt habt, hey, wir hauen jetzt hier diese 8 Tracks raus auf einer ganzen LP. Lisa, wie war's bei dir da? Kannst du da noch mithalten, welche Single jetzt gerade aktuell ist von wem? Nee, aber andere Herangehensweise. Ich meine, ich werde zu einem Großteil meiner Arbeitszeit dafür bezahlt, solche Dinge zu machen und ich kann absolut nachvollziehen und muss sagen, als ich würde es aus von der PR-Seite einer Band auch empfehlen, weil es da einfach um Kontinuität geht, darum immer mal wieder in der Öffentlichkeit zu sein. Diese Punkte kann man nicht wegdiskutieren, nur weil es manchem Hörer, der gerne alles mitbekommen würde, dann zu unübersichtlich wird. Also für die Band, wenn man sagt, man will wirtschaftlichen Erfolg und will wahrgenommen werden, gibt es im Moment keinen anderen Weg, dann muss das gerade so sein. Klar, ja da gebe ich dir auch vollkommen recht. Genau, ja. Aber es ist völlig legitim zu sagen, hey, das ist uns nicht wichtig, da wollen wir nicht hin und was anderes zu machen. Und das ist auch schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal, das genau deswegen auch funktionieren kann. Insofern, das sehe ich ja auch. Kein Markt ist auch Markt, ne? ja, aber wir wollten, wir haben hier Schnaps eingeschenkt, genau. Wir haben hier einen guten Sexämter. Den wollen wir, den trinken wir jetzt auf euch mit. Wir trinken auf euch, auf uns. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Prost. Auf euch, auf ein gesundes Neues, ne? Auf ein gesundes Neues, ja. Hey. Auf großartige neue Musik. Ich finde es schön, dass ihr jetzt da seid in der Kombination. Es gefällt mir. Ja, macht das Spaß. Ja. Toll. Und meine wir waren tatsächlich aufgeregt. Wir haben es Andreas vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob hast du es auch schon mitbekommen gehabt? Ja, ne? Das gerne nochmal. Naja, viel gibt es ja nicht zu sagen. Wir waren tatsächlich ziemlich aufgeregt. Ich bin auf dem Flur auf und ab gelaufen und habe irgendwie gewartet. So, ja, wann ist so lang? Wann ist so weit? Weil das passiert ja nichts. Wann stand ich das letzte Mal auf einer Bühne? Das ist jetzt schon mehrere Monate her. Und ja, das war irgendwie schon was Besonderes, dass wir jetzt mal wieder irgendwie mit Leuten über Musik sprechen. Und prompt kommen die 10 Minuten zu spät, ne? Klassiker. Ich möchte
nochmal auf großartig zurückkommen. Was ich absolut großartig finde, was ich gerne auf einem großen Albumcover hätte, wäre euer Cover. Sowohl das Frontcover als auch das Backcover ist super, super gut gelungen. Die Leute sollten unbedingt auf eurer Bandcamp-Seite mal vorbeischauen. Sag nochmal, wie die heißt. Heißt sie tatsächlich Reinhard weint, wenn er schreit? Ja, die heißt Reinhard weint, wenn er schreit, genau. Also die Reinhard Bandcamp. Muss man wissen mit DT. Ja, genau, Reinhard. Und weint, wenn er schreit, genauso wie man es sich vorstellt. Schaut da mal vorbei, dieses Frontcover ist total super, das kann ich mir gut vorstellen, in einem Rahmen an der Wand. Das ist ein absoluter Klassiker, der erinnert mich sehr an die Dirty Boots von Sonic Youth zum Beispiel, die ein sehr, sehr schönes farbiges Cover hatte. Bei euch ist das schwarz-weiß, was ich eigentlich sogar noch ein bisschen passender finde. Die Schrifttype, die gewählt worden ist, finde ich total klasse, die passt dazu. Die Backcover-Bilder sind hervorragend geworden. Also dieses Artwork ist echt klasse. Wer ist dafür verantwortlich? Genau, das den ist die Marlene. Die mal loben. Ach so, oh ja, stimmt. Das ist die Marlene, die hat die Fotos gemacht. Die wohnt hier auch noch. Das ist die Sängerin, die vierte im Bunde. Von Sunday Morning Orchestra, die hat die Fotos gemacht. Als wir einfach mal, also das war gar nicht wirklich als Albumshooting oder sowas geplant. Das war wir ein haben Spaziergang im Lockdown. Das war ersten. Stimmt, war ein Spaziergang im ersten Lockdown. Und da haben wir irgendwie ja ganz viel Unfug gemacht und sind rumgelaufen. Alles wenn vor der Haustür. Wenn ihr dann mal auf Tour geht, wird es eine Auflage geben auf Vinyl vielleicht? Oder ist das zu teuer? Also Vinyl. Der Andreas Schneider, der das mit aufgenommen hat, also ich bin auch ein wahnsinniger Plattenliebhaber und ich wünsche, die kosten nicht so viel Geld, weil ich bin einfach stinkend arm, weil ich mir mal Platten bestelle. Oder kauf. Schade, dass Monoton gerade zuhört. Aber da kannst du bestellen. Ja, ja genau. Geht auch. Und der hat auch gesagt, unbedingt auf Platte, unbedingt auf Platte, unbedingt auf Platte. Kostet halt voll viel Geld. Und ich würde sagen, wenn wir da weitermachen einfach, dann, warum nicht? Ich würde es gerne auch auf Platte hören. Ich finde so Kassette oder CD ist so gerade so das Medium, was man halt, also ich brenne auch die CDs selber und ich habe mir auch überlegt, wer jetzt gezählt hat, wer viele Zigaretten heute von uns geraucht hat, kriegt von mir das Album als selber gebrannte CD und eine Packung Milch nach Hause geschickt, wenn er mir die Adresse dazu schickt. Schreibt es mir per E-Mail und die E-Mail-Adresse müsst ihr auch irgendwo im Internet finden. Das ist das große Rätsel. Herzlich willkommen bei den lokalen Leidenschaften, die größte Quiz-Sendung auf Radio Z. Das war jetzt schon das dritte Quiz, das zweite Quiz. Wer das nicht mitbekommen hat, der muss sich die Sendung nochmal anhören in der Radio Z Mediathek. Dort steht sie nämlich ab Mitternacht so ungefähr heute nochmal zur Verfügung zum Nachhören www.radio-z.net. Links oben in der Ecke ist die Radio Z Mediathek. Dort auf lokale Leidenschaften klicken oder wenn lokale Leidenschaften dort nicht mehr steht, dann auf weitere Sendungen klicken und dann lokale Leidenschaften. Und da könnt ihr alle drei Quiz, vielleicht ist dieses hier sogar noch das vierte Quiz, dass ihr alle Quizze identifiziert und was könnt auch noch was gewinnen. Ich bin gespannt, ob wir da Feedback bekommen, ob da jemand alle drei Lösungen bekommt. Also wie gesagt, einfach schreiben, okay, der links hat so und so viel Kippen geraucht, der in der Mitte so und so viel, der rechts so und so viel. Also wenn jemand mit allen Antworten auf alle Quizzes, dann lege ich noch ein Sixer Bier oben drauf. Oha, das wird ein Geschenkkorb. Oh. Ohne Versandkosten. Muss man nicht selber zahlen, zahlen wir. Ja, Wahnsinn. Oliver, hast du noch irgendwas dazu zu tun? Alte Socken? Nee. Ja, getragene Socken. Eine getragene Socke. Okay. So, ey, eventuell zwei. Eine unterschriebene. Eine Autogrammsocke. Igitt. Ja. Ich wasche sie auch vorher nochmal. Ja, vielleicht kann der oder diejenige, die das dann gewinnt, kann sich dann aussuchen, ob sie es gewaschen möchte oder nicht gewaschen. Oh ja. Also, um jetzt nochmal auf ernste Themen auf die Vinyl nochmal zurückzukommen. Ich glaube, also Olli und ich, also zumindest zwei von uns, leben ja auch zum Teil von der Musik oder ganz von der Musik. Und insofern ist diese Band eine Ausnahme, weil wir alle drei keine monetären Ansprüche haben und wie gesagt eben nicht wirtschaftlich arbeiten wollen, sondern eben das machen wollen, weil wir Spaß dran haben.
Und deswegen wird alles Geld, was wir verdienen, auch, glaube ich, erstmal in eine gemeinsame Kasse fließen. Und wenn da irgendwann mal genug da ist, um mal was auf Vinyl zu machen, glaube ich, hätten wir auch alle Bock, mal was auf Vinyl zu machen. Fall. Also das ist jetzt momentan eben wegen den Kosten noch nicht der Fall. Aber ich glaube schon, dass das Potenzial hätte für die Zukunft, wenn wir mal ein paar Auftritte wieder spielen können zum Beispiel. Also ich denke, dass gerade das Cover viele Leute dazu einladen wird, da mal reinzuhören. Muss ich ganz klar sagen. Reinhard weint, wenn er schreit. bandcamp.com. Schaut euch das mal an und versucht die Jungs dann per E-Mail, könnt ihr die da erreichen, zu überzeugen, dass wir alle Vinyl davon haben wollen. Ich würde auch eine vorbestellen. Ich habe keinen Plattenspieler, ich würde lügen. Aber ich finde die Idee cool. Du kannst ja das Cover aufhängen. Vielleicht druckt ihr auch einfach nur Cover. Das habe ich mir auch gerade schon gedacht. Vielleicht drucken wir das einfach als Poster so. Als Poster, ja. Ein Plattenformat ist ein spezielles Format. Vielleicht muss man ein bisschen ausschneiden. Das artet vielleicht ein bisschen den Wobei Bassen das, aus, das perfektes Plattenformat tatsächlich ist. Genau quadratisch. Naja, also. Kann auch voll aufgehen. Müsste eigentlich und dann so, dass das in so einen Plattenrahmen passt. So ein, zum Aufhängen. Dann sieht es so aus, als ob man die Platte hätte und dabei ist das nur das Poster. Und da ist eine CD drin. Oder ein Download-Code hinten drauf schreiben. Ja. Ach, herrlich. Ja, voll. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Das wird spannend. Wir haben zwei Songs nicht aufgenommen. Das eine ist Dennis. Das muss man auch sagen. Das ist eigentlich ein Kumpel, weil wir sind alle zusammen miteinander aufgewachsen. Das ist auch noch eine Besonderheit. Und da gab es einen Kumpel, der war mal ziemlich wild und hat so Elektro-Gitarre. Und was konnte der spielen am Anfang? So Slash, ganz, ganz krasser Fan von Slash irgendwie. Ja. Und hat alle Lieder zocken können auf der Gitarre. Und auf einmal hatte der kurze Haare und da geht es so ein bisschen in einem Song drüber. Der kommt noch irgendwann. So. Es kommt vielleicht doch noch die Single. Ja, die wirtschaftlich relevante Single kommt vielleicht doch noch. Der wirtschaftliche Single-Release. Ja, und wenn jemand Booking für uns machen möchte, bitte schreibt uns an. Wir sind so dankbar. Macht das für uns. Wir haben alle zu viel Zeit, sodass wir keine Zeit hätten für selber Booking machen. Nee, es ist wirklich anstrengend. Und nochmal Hut ab vor allen, die das selbstständig machen, vor allen MusikerInnen irgendwie, die da das selber in die Hand nehmen. Und dadurch, dass ihr jetzt keine Webpräsenz habt oder keine Social-Media-Präsenz, schickt ihr uns dann eure Termine, wenn ihr mal live spielt, dass wir das für euch teilen dürfen auf unserem Facebook und Instagram? Sehr gerne. Denn ich würde euch sehr, sehr gerne auch live spielen sehen. Saugeil, gerne. Ja, gerne. Könnten ja, also was wir ja machen könnten, wäre ja ein E-Mail-Verteiler zumindest anzulegen. Und da könnten wir euch jetzt als erste E-Mail-Adresse in unserem E-Mail-Verteiler. Ja, eine Brieftaube. Haben wir auch gleich was zu essen hier. Ja, also und auf diesen Verteiler zu kommen, einfach auf Bandcamp schauen. Reinhard weint, wenn er schreit. Reinhard mit DT, das sage ich gerne nochmal. Bandcamp.com, da gibt es auch das neue Album. 8 Songs sind da drauf. Es ist tatsächlich ein Konzeptalbum geworden, vom Betreten der Kneipe bis zum Verlassen der Kneipe. 8 Songs, die euch durch eine Nacht hindurch führen. Lisa, nächste Frage an dich. Ja, wir sind bedauerlicherweise schon wieder am Ende dieser gemeinsamen Sendezeit und es bleibt uns gerade nach diesem Abend eigentlich nur umso mehr zu hoffen, dass wir endlich bald wieder raus können, sobald wir alle ordentlich geimpft sind und in die Kneipen auf die guten Konzerte. Also seit heute kann man sich registrieren lassen, wer es noch nicht gemacht hat, kann sich da quasi schon mal in der Schlange anstellen und dieses Signal nach außen senden. Ich finde es persönlich sehr unterstützenswert, aber ist natürlich die freie Entscheidung des Einzelnen. Aber wenn es uns hilft, dass wir endlich wieder auf gute Konzerte gehen können, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier bei uns in der Sendung gewesen seid. Wir hoffen, dass wir euch dann auch irgendwann mal live im Studio haben können, wenn das alles wieder vorbei ist. Und dann werdet ihr ja wahrscheinlich irgendwann mal eine B-Side-Session spielen, aber wir würden uns auch sehr freuen, wenn es wieder geht, dass ihr bei uns auch noch eine Car-Session spielen könnt. Ja, gerne, du kannst uns gleich auf die Warteliste schreiben. Ja. Da ist keine Warteliste, da steht ihr ganz, ganz vorne jetzt. Oh, yes. Geil. Ja, der Dank geht zurück. Dank. Ja, danke an euch für eure Zeit.
Und verdient nochmal, auch nochmal Prost an euch für den Preis, den ihr bekommen habt. Ja, dankeschön. Genau, Prost. Prost auf euch. Prost. Schon wieder nachgefüllt, sehr gut. Ich muss noch kurz sagen, die nächste Sendung der lokalen Leidenschaften ist am Montag. Da könnt ihr nochmal einen Song von Reinhard Schreit, meint, wenn er schreit. andersrum passiert das nicht. Ich muss mir das rein inhaltlich merken, weil ich, wie gesagt, den Rhythmus von dieser anderen Band, die im gleichen Rhythmus ist, einfach überhaupt nicht drin hat. Reinhard weint, wenn er schreit. Könnt ihr da auch noch einen weiteren Song hören, nämlich am Montag läuft wieder Songs for a Winter, Volume 2 mit kurzen Ansagen von den Künstlern und Künstlerinnen. Und dann hören wir uns die ganzen Singles an und Ausschnitte aus den Alben, die in den letzten 6 Wochen so erschienen sind und die bei mir irgendwie über den Weg gelaufen sind. Die nächste reguläre Sendung der lokalen Leidenschaften ist dann nächste Woche am Donnerstag. Dann mit dabei ist Blutpumpe, der ein neues Album gemacht hat. Und die drei von der Tankstelle, die das Sing-In live machen aus der Tafelhalle als Streaming. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer reingehen und da ein bisschen hören. Nach uns kommen jetzt die Radio Gays. Vielen Dank, Lisa, für deine Zeit an diesem wunderschönen Abend. Danke euch, es war eine Freude, sie mit euch zu verbringen. Ja, es war geil. War schön. Spaß gemacht. Ja. Schade, schon vorbei. Und wer noch ein Trinkspiel draus machen kann, jedes Mal, wenn Andreas Basner den Bandnamen falsch ausgesprochen hat, muss ein Schnaps getrunken werden. Wir können ja ein kleines Quiz machen, ob ich den öfter falsch oder richtig ausgesprochen habe. Und dabei zählen die Korrekturen nicht. Sondern nur, wenn ich von vornherein richtig gesprochen habe. Das ist dann das 5. Quiz, das zählt aber nicht mehr zum Gewinn der signierten Socke, der Milch war es, glaube ich, und der CD. Ja, danke. Weiter geht's mit dem Video. Danke euch. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Gut, und dann würde ich einfach sagen, tun wir so, als ob wir Zeit hätten, jetzt mal wieder was, irgendeinen Song zu spielen. Ihr müsst euch dann einen aussuchen. Ihr könnt euch das jetzt vorher aussuchen, welcher das ist. Okay, wir haben gerade auch Bandcamp nochmal offen. Schön, dass ihr selber nachschaut. Ja. Ich überlege gerade, also Toleranter Mensch ist halt geil, weil der Wind so schön. Also wir haben 4 Songs, wollt ihr machen, gell? Ja. Jetzt haben wir noch 3. Da haben wir jetzt noch 3 übrig. Also Josephine ist schon Klassiker halt, ne? Ein Klassiker. Er hat sich jetzt schon bewährt. Alter Gassenhauer. Die Reihenfolge. Ja, den haben wir auch vorhin gelabert, ne? Also habe ich vorhin gelabert. Ja. Aber dann lass doch Josephine noch machen. Und dann vielleicht toleranter Mensch und Pferdeschwanz oder was noch? Tanzverbot. Oder, aber Tanzverbot ist so, da haben wir die Breaks alle verkackt. Aber den können wir auch spielen. Also den toleranten Mensch finde ich geil. Das Favorite ist Ketamine Träume, keine Ahnung. Ja, dann machen wir das doch. Aber vielleicht. Dann, also auf jeden Fall Josephine. Pferdeschwänze ist sehr poppig, finde ich geil. Oder Pferdeschwänze. Ja, dann machen wir Josephine, Ketamineträume, Josephine, toleranter Mensch und Pferdeschwänze. Das so dann auch so singen, dieses, weißt du? Nein. Dieses, komm, geh nach Hause! Nein, wir sagen das ordentlich. Wir machen das ordentlich. Okay, ja, das ist ordentlich. Vincent mag es ordentlich. Ich mach's ordentlich. Alles klar. Aber es wird Zeit, dass wir auch mal wieder einen Song reinhören von Reinhard weint, wenn er schreit. Welchen Sommer als zweites hören?
Als zweites hören wir jetzt Josephine, als auch der zweite Song auf der Platte. Hier bei Radio Z 95,8, den lokalen Leidenschaften. Over to you, Lisa. Und so schön es ist, sich mit Reinhard weint, wenn er schreit, zu unterhalten. Wir müssen es irgendwie schaffen, so auch noch Musik dazwischen zu quetschen. Ihr könnt sie euch zwar auf Bandcamp anhören, aber es ist unsere Verpflichtung, sie auch hier in der Radiosendung unter das Volk zu bringen. Was hören wir als dritten Song von euch? Als dritten Song gibt es den toleranten Menschen. Und weil ihr alle so toll seid, viel Spaß damit. Da hören wir rein in die lokalen Leidenschaften auf Radio Z. Können wir den Lacher mit reinschneiden? Das Video mache ich sowieso, schneide ich zusammen für die Outtakes am Ende vom richtigen Video. Sehr gut. Das machen wir schon. Und was hatten wir noch jetzt? Pferdeschwänze. Pferdeschwänze. Was machst du jetzt? Okay. Sag, ich bin Olle Bezug, dann stirb Pferdeschwänze, bitte. Soll ich mich jetzt auch noch blamieren? Ja. Oh Mann. Nee. Ja, und das jetzt, wo die Friseure zu haben. Es wird Zeit, dass wir noch einen Song hören von Reinhard weint, wenn er schreit. Zu finden auf Bandcamp, Reinhard mit DT, ansonsten einfach alles zusammengeschrieben, .bandcamp.com. Welchen Song sollen wir uns anhören von der LP? Wir dürfen uns jetzt noch Pferdeschwänze anhören. Viel Spaß beim Reiten. Radio Z 95,8, die lokalen Leidenschaften. Und Lisa, jetzt noch eins, wo wir sagen, mit welchem Lied gehen wir raus, dass das am Ende dann laufen kann. Lisa, dann musst du nur noch mal fragen, und mit welchem Song gehen wir raus, und dann schneide ich das mit Pferdeschwänze dazwischen. Reinhard weint, wenn er schreit, in lokalen Leidenschaften auf Radio Z. Bedauerlicherweise sind wir schon wieder am Ende unserer gemeinsamen Zeit. Mit welchem Song verabschieden wir uns von euch? Gut, das war's. Okay.